Manchmal liegen Glück und Leid ganz nah beieinander. Es hätte ein tolles Jahr werden können für die Kleinfamilie Rink. Ein zweites Kind ist im Anmarsch. Mutter Katlin Rink ist im 7. Monat schwanger. Endlich ein Geschwisterchen für den 6-jährigen Sohnemann. Einem idyllischen Familienleben stünde nichts mehr im Wege, wäre da nicht das schwere Schicksal des Familienvaters. Mike Rink hat Leukämie, Blutkrebs. Bereits zum zweiten Mal kämpft sich der 32-Jährige im Klinikum Neubrandenburg durch eine Chemotherapie. Die erste Diagnose ereilte ihn im Frühjahr 2014. Anderthalb Jahre lang war er fast nur im Krankenhaus gewesen und kämpfte für sich und für seine Familie um sein Leben. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Ärzte waren auch sehr zufrieden, dass die Therapie gut angeschlagen hat. Und wir waren froh, dass eigentlich nach der Zeit die Diagnose kam, dass der Krebs weg sei. Das war natürlich für uns erstmal als Familie, wir können wieder zusammen sein, wir können erstmal wieder aufatmen, ins normale Leben zurückkehren. Im Dezember letzten Jahres folgte dann der Schock. Der Krebs ist zurückgekehrt. Erneut ging es ins Krankenhaus, wieder Chemo. Doch die Behandlung kann den Krebs wohl nur noch unterdrücken. Mike braucht dringend eine Stammzellenspende. Hilfe bei der Suche nach dem passenden Spender erhielt die Familie von Isabella Wichmann, bekannt als Sängerin unter dem Künstlernamen Easy. Isabella rief die Facebook-Seite Neubrandenburg rettet Mike ins Leben. Dort finden sich seither Spendenaufruf, Statusberichte von Mike und am wichtigsten Infos zur Registrierungsveranstaltung. Tatsächlich habe ich das über Facebook mitbekommen, ne, den Hilferuf quasi von Kathleen, einen Raum zu finden in Neubrandenburg. Und ich habe das halt 2015 schon mal gemacht, ein bisschen größer und auch öffentlich auf dem Datzerberg, so ein Benefizkonzert auch für die DKMS. Und hat dann halt gesagt, wenn Fragen sind, dann kann sie mich fragen, vielleicht kenne ich noch den einen oder anderen Sponsor, der beim letzten Mal sehr aktiv war oder so. Und daraus entwickelte sich das so ein bisschen, ne? Sie hat mir die Geschichte erzählt und ich weiß nicht, also dann war für mich eigentlich klar, dass man da helfen muss, dass man sie damit auch nicht alleine lässt, weil es auch ein paar Auflagen natürlich gibt, die man so beachten muss, ne, bei so einer Veranstaltung. Und das ist für einen alleine, der das auch noch nie gemacht hat, glaube ich, fast unmöglich, auch mit der ganzen anderen seelischen Belastung, die man dann hat. Und deswegen war das eigentlich klar. Ich bin selber auch registriert, schon, weiß gar nicht, etliche Jahre, weil meine Mutti das auch schon seit 20 Jahren oder so registriert ist, nimmt man sich das einfach an, beschäftigt sich ein bisschen damit und dann sollte jeder eigentlich offen für sowas sein. Nun wird in Neubrandenburg ein passender Spender für Mike gesucht. Je mehr Neubrandenburger sich als Stammzellenspender registrieren lassen, umso größer sind Mikes Chancen. Auch im Rathaus stieß der Hilferuf auf offene Ohren. Oberbürgermeister Silvio Witt übernahm die Schirmherrschaft über eine große Registrierungsveranstaltung der DKMS. Also mich hat über Facebook eine Nachricht erreicht, wo ich von der bedauerlichen Situation von Mike erfahren habe und mich die Absenderin gefragt hat, ob wir das nicht als Rathaus oder ich als Oberbürgermeister unterstützen können, eine Typisierungsaktion. Und da war ich natürlich gleich begeistert, dass das aus der Bevölkerung heraus so entstanden ist, dass die Leute gesagt haben, da ist jemand schwer erkrankt und wir möchten uns gemeinschaftlich darum kümmern, weil es ja relativ einfach ist. Man sagt ja so, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein, also eine ganz einfache kleine Aktion, die aber eine große Wirkung haben kann. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und das unterstütze ich gern, so ein Engagement. Und dass daraus so viel geworden ist, dass zum Beispiel jetzt auch ein Konzert am Vorabend geplant ist, am 2. Februar im Güterbahnhof um 19 Uhr, um auch noch mehr Aufmerksamkeit zu erreichen, das ist sehr lobenswert und so ein Engagement ist toll. Leider konnte unter Mikes Verwandten kein passender Spender gefunden werden. Nun braucht es also das kleine Wunder aus der Mitte der Neubrandenburger. Viele haben bereits Geld gespendet oder über Facebook ihre Unterstützung angekündigt. Alles in allem können wir sagen, dass Neubrandenburg gerade total zusammenrückt. Viele helfen, viele Unternehmen, viele Privatpersonen. Wir kriegen jetzt auch immer noch Mails über die Seite, ob nicht jemand helfen kann. Was wir gerne annehmen, ist noch Kuchen für unseren Kuchenbazar. Wir sammeln ein bisschen Sachpreise, wir machen auch eine Tombola, um ein bisschen Geld halt für die DKMS auch einzusammeln, weil die sich halt auch nur durch Sponsoren finanziert. Und wäre natürlich schön, wenn vielleicht noch ein, zwei Unternehmer sagen würden, hey,
wir haben da noch was übrig, ne? Wir können da noch irgendwie was finanziell unterstützen, dann geht das auch nur auf Mikes Spendenkonto und kann halt dafür genutzt werden für die Aktion oder halt im Nachhinein auch für die Registrierung. Wir würden uns freuen, wenn am 3.2.2018 ganz viele den Weg in das Rathaus in Neubrandenburg finden und sich natürlich auch viele registrieren lassen, denn jeder, der sich registrieren lässt, ist die Chance auf ein neues Leben. Also bitte kommt und unterstützt uns. Zur Registrierung und Typisierung reicht eine Speichelprobe in Form eines Wangenabstrichs. Sollte man als Spender in Frage kommen, werden in 4 von 5 Fällen die Stammzellen aus dem Blut entnommen. Nur selten ist eine Entnahme aus dem Beckenknochen unter Vollnarkose nötig. Nur kleine Unannehmlichkeiten, die einem Menschen das Leben retten könnten und vielleicht sogar die Zukunft einer ganzen Familie.